Und mit diesem Spruch begrüße ich euch zurück zu Darkest Dungeon. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr mitkommt in diese gefährlichen Höhlen. Ja, die Gebäude werden schöner, je mehr wir sie nachher aufrüsten. Ich freue mich schon darauf, dass die Stadt irgendwann erblüht. Wir haben im Moment noch zwei Leute, die wir auswählen können. Einen Doktor kann ich immer gebrauchen, deswegen kommt er einfach mal mit. Ja, genauso wie unser Hundemeister. Der Hundemeister ist. Genauso. Unbedingt notwendig. Wie gesagt, das mit dem Sound, das habe ich mir überlegt. Ich habe ihn jetzt ein bisschen leiser gemacht, einfach nur, damit er mir nicht immer überall reinspricht. Wer ihn hören möchte, der sollte ihn selber spielen. Ihr drei seid noch ausgewählt. Warum? Ich fürchte, ich bin dieser Aufgabe nicht gewachsen. Nee, wir wollen ja auch noch nicht zu dem dunkelsten aller Dungeons. Das kannst du vergessen. Das kommt später. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Also, um das abzuschließen, brauchen wir 100% aller Raumkämpfe. Das bedeutet, immer wenn eines dieser großen Felder kommt, dann müssen wir kämpfen. Wenn dort nicht gekämpft wird, haben wir keinen Kampf abgeschlossen. Und dementsprechend brauchen wir 100% aller Kämpfe. Wichtig ist aber auch, dass wir nicht... Nein, du sollst... Obwohl, doch, komm mit. Was hast du für Skills dabei? Du kannst sogar aufschlitzen und du kannst heilen. Dann bist du wunderbar dafür geeignet. Rein geht's. Wir brauchen Fackeln. Nö, 10 reichen. Obwohl, das letzte Mal hatten wir eine gefunden. Es hat gerade so gereicht. Oh, dann reicht das. Essen ist viel wichtiger. 10-mal. Außerdem 2 Schlüssel, 2 Schaufeln und ein Holy Water. Reicht aus. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Nö. Na dann, auf geht's. Wie gesagt, das wird jetzt schneller gehen. Jetzt brauche ich nicht mehr so viel zu erklären. Wir genießen unseren Aufenthalt in den Ruinen. Und bald werden wir auch in den Wild kommen. In den Wald. Wurde er jetzt umgenannt. Meereshöhlen. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Ich kann nichts anklicken. Ach so, ah, da oben geht's ja auch weiter. Zu diesem Raum bewegen. Auf geht's. Es wackelt immer noch. Ich habe den PC einmal runter und wieder hochgefahren. Die werden garantiert noch ein paar Fixes vornehmen, damit das nicht mehr so zittert. Wäre ja schade um das schöne Spiel. Wen töten wir denn jetzt? Die Made. Sehr schön. Ja, wenigstens ein bisschen Schaden gemacht. Unsere Klerikerin haut die Spinne um, die uns vergiften kann. Und das war's. Es zittert ganz schön, es gefällt mir nicht. Wir haben schon unsere erste Schaufel verbraucht. Hier brauchen wir das Holy Water. Das ist eine dieser uralten Urnen. Das heilige Wasser lässt irgendwas erstrahlen und wir bekommen Saphire. Die sind 1000 Gold wert. Außerdem Zitrin und Jade. 2-mal. Ich glaube, 4 Stück passen auf einen Stack. Und es wird nicht gekämpft, aber auch nicht erkundet, oder? Nee. Also gehen wir ganz normal weiter. Moin. 2 Skelette. Die keine Chance haben, wenn der Doktor erstmal kommt und ihnen das Blut rausholt. Natürlich hat er da Widerstand gegen. Oh, man sieht es. Es muss noch an einigem gearbeitet werden. Schon allein, dass da nur der Befehl steht und nicht der Name selber. Schade drum. Na gut, die werden noch ein bisschen arbeiten. Ihre Formation ist gebrochen. Geschafft! Jede Menge Kohle. Ah, eine Falle. Auch das kann passieren. Sie kann vergiften, sie kann uns Schaden kosten, Stress. Aber sie hat zum Glück nicht getroffen, er ist ausgewichen. Manchmal, wenn man eine Falle vorher erkennt, kann man sie natürlich auch entschärfen. Ein Bücherregal mit alten, in Leder gebundenen Büchern. Was sollen wir machen? Soll einer lesen? Wer sollte das tun? Der Doktor? Oh, eine Karte war da drin versteckt.
Das ist ja praktisch. Schon sehen wir, was im ganzen Dungeon los ist, außer natürlich in den Räumen, in denen Kämpfe passieren könnten. So wie hier. Da wird definitiv ein Kampf stattfinden. Klasse. So, die Fackel. Nächste. Ah, das gefällt mir nicht und wir wurden auch noch überrascht, obwohl das Licht auf 100% ist. Erkunden ist dann höher und die überraschten Monster eigentlich auch. Ihr merkt aber, es klappt nicht immer. Du müsstest dich eigentlich mal nach hinten schießen, aber du hast den Skill nicht. Du könntest dich selber buffen, aber du lässt mal bitte den wieder nach vorne. Ja, stun mal bitte die da. Sehr schön. Und er ist natürlich als nächstes dran, das war zu erwarten. Friedhofshieb. Heil lieber. Sehr schön, damit ist er wieder oben. Oben auf. 6 und 3 ist okay, ist 9 Schaden, ja. Hätte er besser machen können. Ah, das wird so ein ekliger Kampf. Schon allein, weil die hier so viel aushalten. Eigentlich müssten wir den nach hinten schießen. Schön gemacht. Heil ihn wieder hoch. Stun mal den da. Auch wenn der andere natürlich dran ist, aber der hat ja diesen Buff drauf, dass er 40% Widerstand gegen Betäubung hat. Wir würden ihn also nicht kriegen. Ja. Schöne Sache, wirklich schöne Sache. Dann stun ihn auch mal. Widerstand. Nee. Betäubt. Und die Leiche ist weg. Wunderbar. Oh, das sieht gut aus. Dadurch, dass sie die ganze Zeit gestunt waren, konnten sie jetzt nicht viel machen. Genau das wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, dass unsere Klerikerin nochmal dran ist. Die heilt unseren Doktor hoch. Und du stunst, ja, wenn du stunnen kannst. Natürlich nicht. Beides widerstanden. Oh, später werden wir auch vergiften. Da freue ich mich auch drauf. Vor allem, wenn das nachher stackt. Das ist richtig geil. Jeweils einen. Okay. Bayonet Heap. 3 und 4. Und komm. Jetzt aber. Natürlich ausgewichen. Es hätte ja vorbei sein können. Ah, dann heil ihn hoch. Oh, kritisch auch noch. Ich kann froh sein, dass wir nicht allzu lange in diesem Dungeon drin sein werden. Yep. Und das war's, endlich. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Nein, es ist nicht nur ein Trick des Lichts, wir haben es geschafft. Ah, schön. So, der Sack ist leer, natürlich. Du bist ja auch eigentlich nur fürs Erkunden da. Wir essen ein bisschen was, erholen uns dabei wieder. Wir werden von einer Falle fast getötet. Und die Fackel ist wieder an. Aber hier ist nichts. Wir erkunden. Wir sollen 100% der Kampfräume machen. Das heißt, wir müssen nach oben. Da ist garantiert ein Kampf, auch hier bei der Truhe. Aber da nicht. Der Raum ist leer. Also gehen wir erstmal hoch und dann anschließend runter. Nein, ich wollte nicht wieder rein. Okay. Ich habe leider kein Holy Water mehr. Sonst hätte ich das da reingekippt. Hey! Schön, euch zu sehen. Mehr oder weniger. Denn ihr seid einfache Gegner. Aber wenn die da markiert, dann macht die mehr Schaden. Auf den, der markiert ist. Ist auch noch so ein Special Feature von Darkest Dungeon. Ach, schade. Ich dachte, ich würde sie loswerden. Stun sie bitte. Sie darf nicht angreifen. Sehr schön.
Ja, das wäre es nämlich jetzt gewesen. Gut gemacht. Und das war's. Ja! Eine Spinne noch. Heil ihn mal. Die Markierung machst du aber nicht weg, ne? Nee. Ausgewichen. Ich hätte heilen sollen. Egal. Oh, ein Artefakt. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Amulett der Betäubung. Ungewöhnlich. 30% Chance auf Betäubenfähigkeit. 20% Widerstand gegen Betäuben. Aber dafür weniger ausweichen. Minus 4. Musst du ausweichen? Ich meine, das wäre schön für dich, ehrlich. Ich nehme es einfach mal bei dir rein. So, dann hast du zwar nur noch ein Ausweichen, aber dafür richtig schöne Betäubungswerte. Betäuben 40%. Und wie viel waren es ohne? Stimmt das denn überein? Ja, nur 20%. Schön. Klasse, nehme ich. Weiter geht's. Achso, Fackel. Eine neue Fackel. Achso, der Held, der übrigens ausgewählt ist, der nimmt übrigens auch das, was im Sack oder in einer Fackelhalterung oder ist. Das heißt, wir wählen dich mal wieder aus. Ich wähle dich, Shiggy. Weg mit dem. Ah, jetzt wird wieder markiert. Kritisch markiert. Und nein, ich habe jetzt ein kritisches Kreuz. Und er ist auch noch betäubt. Ach du liebes bisschen. Seuchen. Seuche wird nicht nützen bei einer Spinne. Dann betäubt die mal. Okay. Gifthauch auch noch. Das ist ein Fall für unseren Doktor. Einmal geheilt. Ist nicht besonders doll, aber 4 ist besser als gar nicht. Aua. Ganz ruhig, du schaffst das. So, und in der nächsten Folge werde ich jetzt die Namen vergeben. Das bedeutet, wenn ihr unbedingt ein Held sein wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ihr bekommt auch einen Namen dazu. Dann sehen wir nicht alles mit reinnehmen ins Spiel und wer alles sterben wird. Ich hoffe, von euch hier keiner. Ach, jetzt habe ich den Doktor verpasst. Der war ja eigentlich dran. Oh nein, der stirbt mir weg. Er ist vergiftet. Ja komm, Anti-Venom. So, damit ist das Gift weg. Ah, war dumm von mir. Okay, wir wollen den Schlüssel benutzen. Und das war's. Wir sind soweit durch. Wir gehen wieder zurück. Wir könnten auch so mal an die Urne gehen. Vielleicht kommt da noch irgendwas Schönes raus, was ich nicht glaube. The match is struck. A blazing star is born. Sie enthält sentimentale Erinnerungen. Ja, na, wenn man da gerade seine Verwandten drin stecken hat, ist das nicht so schön. Und ja, ist mal was. Da sehen wir jetzt ein lila Feld. Das ist eine Falle. Der Highwayman geht näher ran. Fallen entschärfen. Ja. Und entschärft sie. Indem wir raufklicken. Klappt nicht bei jedem und auch Fallen entschärfen ist ein Skill. Ein Beichtstuhl. Dafür könnten wir auch ein Holy Water gebrauchen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir einfach so reingehen. Wir versuchen's. Kostbare Dinge. Oh, endlich etwas, worüber man sich freuen kann. Ja, finde ich genauso. Und damit auf zum nächsten und wahrscheinlich letzten Kampf. Spinnen. Naja, war zu erwarten. Ja, markiert ruhig meine Klerikerin, ihr seid die Letzten, denen ich mich aussetzen muss. Oder denen ich mich ausgesetzt fühle. Sehr schön. Ich mag kein Gift. Absolut nicht.
Weg mit euch. Na, aber sowas von massively. Nee, du kannst jetzt endlich mal deine Heilung anwenden. Und schon ist das Gift verschwunden und sie kriegt sogar noch eine Heilung dazu. Also ein Doktor ist nachher echt praktisch. Zumal das Gift auch stackt und auch der Blutungsschaden. Was ja eigentlich logisch ist, ne? Wenn man dich zweimal kratzt, hast du ja nicht immer den gleichen Blutungsschaden. Und das ist toll. Die haben sich wirklich einiges überlegt, um so viel Realität wie möglich mit ins Spiel zu bringen und um es so schwer wie möglich zu machen. Geschafft, wir bleiben aber noch hier. Sie ist gesichert, verdammt. Da würde nochmal gekämpft werden. Wenigstens mal gucken. Eine Iron Maiden. Ja, wer sollte sich denn da mal reinstellen, du? Mach doch einfach mal. Atmet giftige Dämpfe ein. Wundstarkrampf zum Henker. Was ist Wundstarkrampf? Das ist hier bei den Krankheiten. Minus 5 Präzision, das heißt, er trifft kaum noch. Und minus 5 kritische Treffer. 5% wohlgemerkt. Ach, du liebes Bisschen. Das heißt, er hat jetzt keine kritischen Treffer mehr. Und hat minus 5 Präzimod. Oh, das ist fies. Das ist echt fies. Wir gehen raus. Room by room, hall by hall. We reclaim what is ours. Wir, Spielkarten und Gesellschaft. Offensichtlich haben wir wieder etwas freigeschaltet. Sehr schön. Wir bekommen 6 plus 2 Busts. Außerdem ein Porträt und 4. Ich muss immer nochmal gucken. Wie hießen die denn jetzt? Wappen, nicht Schilder. Hey, 3000 Goldmünzen plus 4620 und ein Siegel des Verteidigers. Nur für Kreuzfahrer. Plus 5 Abwehr, wenn er es trägt. Minus ein kritischer Treffer. Und nur du bekommst einen Trick, nee, Tick haben die das hier genannt, Quirk dazu, Ruinenforscher. Und auch er bekommt 20% Chance auf Erkunden in Ruinen. Und hier sehen wir das übrigens, dass er eine Krankheit hat, das ist so ein kleiner Bacillus. Das können wir aber behandeln lassen, nämlich im Sanitarium. Und wie es im Sanitarium aussieht, das sehen wir wahrscheinlich gleich. Oder auch nicht. Das Sanitarium können wir noch nicht auswählen. Schade. Da ist nämlich so eine wunderschöne Krankenschwester mit einer riesen Spritze und wir schnallen unsere Leute dann sozusagen auf einen Stuhl, um sie behandeln zu lassen oder sperren sie weg, damit sie ihre Klaustrophobie loswerden. Hahaha. Die ganzen hammerharten Methoden hier. Gilde, da gucken wir mal rein. Make no mistake. We will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. Unsere Luila, wie auch immer sie heißt. Sie ist ja eine Klerikerin. Sie kann verschiedene Skills mit reinnehmen und wir können diese Skills aufwerten. Sie ist jetzt Stufe 1, das heißt, die Stufe 1 Fähigkeiten hat sie ja schon. Um das weiter aufwerten zu können, brauchen wir allerdings die ganzen Porträts. Und das werden wir jetzt mal aufwerten. Ausbildungsprogramm verringert die Kosten und ermöglicht die Verbesserung von Fähigkeiten bis auf Stufe 2. So. Every creature has a weakness. The wise hero trains for what he will face. Die Kosten haben wir auch gleich reduziert und damit können wir unseren Heal verbessern. Kostet Geld. Möge die Ausbildung beginnen. Mich da eine neue Errungenschaft. Sehr schön. Klasse. Okay, den Rest machen wir später. Das machen wir dann im nächsten Part mal. The bellows blast once again. The forge stands ready to make weapons of war. Und hier, deswegen ist es so wichtig, brauchen wir unbedingt diese Urkunden. Die sind sowas von wichtig, um die Rüstungsschmiede aufzuwerten, die Waffenschmiede und natürlich das Ganze auch noch günstiger zu machen, den Brennofen verstärken. Und dann können wir auch unsere wunderbaren Rüstungen verstärken. Ohne diese Rüstung werden wir später überhaupt nicht überleben können. Die geben uns so viel Verteidigung und Ausweichen und so weiter dazu, ist dringend notwendig. Aber warum seid ihr ausgewählt, irgendwo hinzugehen? Das verstehe ich nicht. Ich will euch aber nicht in den Master Dungeon schicken. Wir gehen noch ins Kloster. Geben noch unsere Busts aus, unsere Büsten. Die Gebetshalle. Die Kosten. Gilded icons and dogmatic rituals. For some, a tonic against the bloodshed. Und da auch nochmal, die Behandlungskosten werden reduziert um 15%.
Und mit der dritten Stufe kriegen wir die erhöhte Anzahl der verfügbaren Plätze auf 2. Das heißt, wir können dann endlich die zweite Stufe freischalten. Ja, und dafür brauchen wir noch einiges an Busts und Crests-Wappen. Guti, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich lasse das in einem Part, dann habt ihr schön viel zu gucken und ich freue mich drauf. Bis nachher.